Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Skyrim. Ja, letztes Mal war ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, es war schwierig. Ja, schön, was zu trinken, gerade eben vergessen zwischen den Aufnahmen. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, warum das passiert ist. Ich denke, weil wir Fuß Rodar, oder Fuß haben wir ja im Nintendo angewendet haben, also einen unserer Schreie, und dadurch alle möglichen Leute getroffen haben. Das mochten die wohl irgendwie nicht und deswegen hat man uns dann platt gemacht. Gut gestärkt. Geht's nun voran? Ich werde direkt durchgehen. Sag der alten Oma einfach, wenn ihr etwas braucht. Was? In Ordnung, Schätzchen. Du bist. Ich habe fast 20 Jahre in der Schatzkammer. Die Schatzkammer ist. Es tut mir leid, er möchte nicht gestört werden. Dann geht einfach hinein. Lasst euch von mir nicht aufhalten. Ich bin die Frau von Tona Silberblut. Mein Mann Tona kümmert sich um alle Angelegenheiten der Familie. Er ist ein bedeutender Mann. Nord. Was wollt ihr hier? Ich sagte Ihnen doch keine Besucher. Die kaiserliche Agentin? Stimmt, ich wusste davon. Wie viele Hunde wird mir das Kaiserreich denn noch auf den Hals hetzen? Das hier ist meine Angelegenheit. Meine Stadt. Ihr Kaiserreichsverehrer solltet lernen, euch nicht einzumischen. Und nun verschwindet. Für die Abgeschworenen. Was ist da jemand? Nehmen wir den orkischen Streitkolben mal wieder. Bei den Göttern. Ihr seid so Tutti tot. Ja. Meine Frau, sie haben sie umgebracht. Ja. Verfluchter Marder nach. Verflucht sei sein abgeschworenes Hinterteil. Na schön. Ihr wollt wissen, was die Abgeschworenen wirklich sind? Sie sind meine Marionetten. Ich lasse ihren König in der Sidna-Mine verrotten. Er sollte sie eigentlich unter Kontrolle halten. Eigentlich. Mardanach, der Lumpenkönig. Während wir im großen Krieg gegen die Elfen kämpften, herrschte Mardanach über Reach. Okay. Bis Ulfric kam und dem ein Ende setzte. Das Blut von Mardanach ist silbern. Oh, viele Schlüssel. Alle schlafen, ne? Weißt du was? Machen wir auch. Warten wir mal 20 Stunden? Was soll da passieren, wenn man 20 Stunden jetzt hier so steht und wartet? So. Ich muss die Tage nur schon eine halbe Stunde warten, weil ich das in den Auto abgemeldet habe. Und dachte ich mir extra so, weil die haben samstags hier auch offen. Straßenverkehr ist dann okay, fährst halt rechtzeitig hin. Irgendwie so um 8 machen die auf. Ja, fährst du so hin, dass du halb 8 da bist. Damit du dann halt als Erster da stehst, weil das geht halt ohne Termin. Und dann praktisch schnell wieder weg darfst. Und oh, diese halbe Stunde hat sich irgendwie seltsamerweise gezogen. Das war ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also, sie geht also nicht schlafen, das finde ich doof. In einem Zimmer. Ist das so hier? Macht man das so? Die Schatzkammer ist eigentlich nur für Kunden der Silberblutfamilie. Ihr gehört nicht hierher. Ist mir aber eigentlich egal. Ich gehöre dahin, wo ich will.
ist schon eigenartig, ne? Naja. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich habe schon wieder hier durch diesen HDMI-Switch Bildstörung. Seltsam. Naja, dann machen wir halt einfach nur eine ganz kurze Folge. Und dann sehen wir uns dann halt morgen einfach wieder, machen da dann ein bisschen länger, ne?